Hi, okay, ich nehme an, Sie können alle lesen und schreiben. Sie haben das große Glück, dass Sie das können. Wir Internetnutzer bloggen, chatten und surfen. Aber nur zu wissen, wie man liest und schreibt, reicht in unserer heutigen Hightech-Gesellschaft nicht aus. Wir brauchen Risikokompetenz. Ohne sie könnte vieles, wie zum Beispiel auch unsere Gesundheit, gefährdet werden. Ohne sie werden unsere Emotionen sehr leicht manipuliert und ferngesteuert. Genau, Statistiken haben ja eigentlich die Funktion, sie sollen einen Eindruck von Objektivität und Genauigkeit darstellen, aber manchmal ist es so, dass sie das gar nicht wirklich schafft. Welcome to this collective platform to counter this really important issue of risk illiteracy. Das Mikrofon sprechen, dann versteht man euch auch. Ja, das Gedanke. Ja, das ist unser Hauptthema. Unsere Webseite haben wir haben dafür eine Webseite eingerichtet. Die ist bilingual. Ich werde das aber das Deutsch anklicken. Tada! Wir kommen auf dieses wunderschöne Home-Menü. Ich möchte anmerken, die Hälfte von euch denkt sich wahrscheinlich gerade: Pff, ich doch nicht. Ich kann das. Da stellt sich die Frage: Könnt ihr das wirklich? Da haben wir diesen kleinen Link hier. Was sehen wir hier? Einen wunderschönen Graphen, der zum Beispiel einen Marktanteil darstellen soll. Das Problem ist, dieser Graph wurde dreist manipuliert, wie man an der Y-Achse oder der linken Achse sehen kann. So sieht der Graph nämlich eigentlich aus. Ja. Ein anderes schönes Beispiel ist, wenn ich so meine, ja, Einnahmen zeigen will, nämlich sie kumulativ zu machen statt additiv. Das heißt, tada, so sieht es eigentlich aus. Wenn man das erste Bild natürlich erstmal den Investoren zeigt, erzeugt das ein ganz anderes Bild. Und es ist, wie gesagt, es verbreitet Missinformationen. Das ist bis jetzt das Allerallerschönste. Wie wir sehen können, wird hier der Punkt markiert. Viele von euch sehen es schon, wird hier der Punkt markiert, wo ein neues Gesetz erlassen wurde, um die Waffengesetze noch weiter zu lockern, weil das geht in den USA. Ja, ich wusste auch nicht. Schaut euch mal die Y-Achse an. Ja, auf unserer Webseite ist es eine Art Index mit verschiedenen Fällen, wo man klar manipuliert wurde. Ich nehme mal das Beispiel der Unternehmen. Hier sieht man zum Beispiel, wie Colgate das hier manipuliert hat. Das ist eine dreiste Lüge, beziehungsweise irgendwie doch nicht, aber mit semantischen Rumspielen kann man das so rumbiegen. Oder das hier. 100% gestiegen. Ja, von einem von 7000 Fällen auf zwei von 7000 Fällen. Super. Genau, und es hat wirklich, wie man sieht, es hatte wirklich große, ja, it led to 14.000 Abtreibungen, Abortions, genau. Also manche dieser Sachen sind wirklich super extrem. Ich finde es super wichtig, dass wir uns sozusagen näher aus, also besser auskennen mit Statistiken, wie sie funktionieren, wie die Medien sozusagen mit uns ein bisschen rumspielen, wie zum Beispiel absolute und relative Werte. Solche Sachen muss man sich alles anschauen. Und diese Community, also hier, das sollte möglich sein, dass man hier Bilder von Werbungen und so runter, also hier hochladen kann und dass man sozusagen eine Community, die das versucht, genau. Das war's erstmal von unserer Seite. Cool. Vielen Dank.